Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch und damit ein Willkommen bei diesem besonderen Stream. Ich habe so das Gefühl, diese Flasche hier und der ihr Bruder mal im Kühlschrank wird mein bester Freund heute. Die wird leer, die wird safe leer, Alter. Ah, oh, shit, Alter. Shit, shit. 300 Follower. Dank der Community, Alter. Ich habe nicht nur Milch gekauft. Einfach auch Speisequark zum Löffeln. Weil ich so Angst habe und mir dachte, die Milch wird nicht reichen. Wow. Ich habe irgendwie Angst, sie zu probieren. Ich habe eben trotzdem schon so gerochen, um zu gucken, hä? Sind sie scharf, sind sie scharf? Ich weiß es nicht. Wenn ich mir schon mal Milch hole, dann gönne ich mir wenigstens vor allem nicht haltbare, sondern Frischmilch von Landliebe, Alter. An der Stelle, no product placement. 300 Follower, 100 Abos auf YouTube, nur damit ihr mich leiden sehen dürft. Oh, ich will nicht probieren, ehrlich gesagt. Yannick wäre ja total gehypt, um die zu essen. Und ich sitze hier so und denke mir so, ich schaue sie an und denke mir so, ich will nicht. Bin gerade noch am Video schneiden, Louis. Ja, das hier wird auch noch zusätzlich auf YouTube landen. Deswegen erstmal an der Stelle auch, hallo YouTube, was geht? Hi YouTube, ich grüße meine Oma. Hallo YouTube, Nomis, schaut bald auf Twitch vorbei. Ach, Mann, soll ich jetzt essen? Sollen wir jetzt direkt reinhauen oder? Kalt sind die schlimmer. Okay. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Boah. So sehen die aus, Alter. Als ich die Soße rausgequetscht habe, habe ich mir schon gedacht, uff. Die sehen scharf aus. Boah, Alter, mein Herz schlägt. Die gehen eigentlich echt klar, so schlimm sind die nicht. Die schmecken eigentlich ganz gut. Ich bin halt übel, was Schärfe betrifft, überempfindlich. Weißt du, Aaron hatte nur eine Nudel probiert. Ich mache auf, um euch extra leiden zu sehen, das hier. Oh, ich bin innerlich am Zittern. Die riechen halt überhaupt nicht schlimm. Ich werde die eh nicht safe nicht aufessen, Digga. Überhaupt nicht. Junge. Meine Fresse brennt. Am Anfang war es noch so, hä, sind die überhaupt scharf? Und dann kam es durch. Ja. Ist auch echt die beste Taktik. Mir wird nur schon sehr warm. Henry, halt's Maul. Vergiss es jetzt. Ich muss mich gerade konzentrieren. Oh, ich bin so zittert. Oh, Alter. Oh, ich bin nicht so ein Fliesenbissen, Alter. Oh. Junge. Jetzt lass doch mal. Oh, Alter, das ging in Rachen. Oh.
Die Nudeln sind aber auch scheiße lang, Alter! Oh, Digga. Sieh mal an, wie ich geschwitzt ich bin. Die Flasche ist schon zur Hälfte leer, Alter. Warte mal. Alter. Ey, Digga. Der Quark war eine scheiß gute Idee, Alter. Den im Mund hat zu behalten, ist zu gut. Sieht man, wie geschwitzt ich bin? Sieht man das? Bin nass geschwitzt. Alter! So, am Anfang geht es, aber jetzt im Nachgang brennt es halt übel hart. Ah, und ich hab schon mehr gegessen als du. Also halt's mal. Die erste Pulle ist schon fast leer. Was? Wie schnell ging das denn jetzt bitte? Ich hab Angst darüber. Ich konzentriere mich so hart darauf, nicht daran zu denken, nicht über die Lippen zu gehen. Oh fuck. Gefickt. Einfach nur gefickt. Junge! Ja, habe ich gestern gesehen. Ich habe noch so viel zu gucken. Ich war aber... Ja, warum immer so groß? Okay, Aaron. Einfach nur zum Flexen, dass ich besser bin. Ich hasse es, ich hasse es. Kann gerade nicht schneiden, es tut mir leid. Mir ist schlecht, Alter. Der letzte Biss, das war zu viel. Da war, die Schärfe ging da auf meinen Magen. €50 Millionen, Aaron. Wenn du die aufbringen kannst jetzt direkt, dann esse ich noch eine Gabel. Mir geht's gerade gar nicht gut. Junge, habe ich irgendwo noch ein Taschentuch liegen? Warte mal. Ich brauche ein Taschentuch.
Oh Junge, mir ist grad, bei mir ist gerade alles frei. Nicht nur die Nase, sondern auch mein absoluter Mund. Ey, ich esse kein bisschen mehr, Digga. Ich wusste genau, wovor ich Angst habe. Also mir ist noch nie von sowas schlecht geworden, Alter. Aber ich habe auch noch nie so gezwungen, die scharf gegessen. Es hört nicht auf zu brennen in der Fresse, Alter. Es hört einfach nicht auf. Mir ist so warm, ne? No joke, mir ist so warm. Mir ist so warm. Die Lippen finde ich gar nicht mal mehr das Schlimmste. Die Lippen nicht, sondern das brennt auf der Zunge. Hab eine Idee. Ich weiß nicht, ob das hilft, aber ich versuch's. Nee. Ich brauch was zum Kühlen. Oh Gott, das ist die beste Idee aller Zeiten. Ich habe 3 Gabeln davon gegessen. Die 4. habe ich ausgespuckt. Boah, wenn ich das rieche, wird mir wieder schlecht, Alter. Junge, weg damit. Weg damit. Oh. 1 Liter Milch gesoffen, 1/2 Packung Quark. Und jetzt noch ein bisschen Eis essen. Und dann. Wenn ich überlege, mein Abteilungsleiter will die restlichen Packungen und die Soße pur trinken. Grüße gehen an ihn raus. Am Anfang, die riechen gar nicht so schlimm und jetzt, wenn ich das wieder rieche, ja, ist so. Jetzt habe ich diesen Duft, weil vom Geschmack her sind sie ganz okay, aber momentan kann ich den Duft und den Geschmack nicht mehr ab, weil davon muss ich kotzen gefühlt dann. Weil mein Bauch gerade nicht besonders gut ist, alleine durch den Liter Milch, halbe Packung Quark und sowas. Ja. War eine Erfahrung, denke ich mal, wert. Ich hoffe, das war ein schönes 300 Follower Special für euch. Es hat euch für euch gelohnt, auch die, die es jetzt auf YouTube nachträglich noch geschaut haben. Für euch wünsche ich dann nämlich dann noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beide bei einem neuen Video wieder und bis dahin, mach's gut, ciao, ciao.